Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum IB Solution Kanal. Ich darf Sie heute begrüßen und ebenfalls über das Thema SAP Data Sphere mit Ihnen sprechen und Sie in 2 Minuten in dieses Thema einführen. Bei SAP Data Sphere handelt es sich um das neueste Datenmanagement-Produkt aus dem Produktportfolio der SAP. Es ist eine No-Code bzw. Low-Code Data Warehousing-Lösung, die sowohl das Datenmanagement als auch die Datenintegration, aber auch die Datenmodellierung von sowohl Datenmodellen, semantischen Modellen und Datenflüssen ermöglicht. Dafür werden Nutzern Werkzeuge an die Hand gelegt, die nicht nur für Dateningenieure geeignet sind, sondern auch eben für andere Nutzer aus unterschiedlichsten Fachbereichen und dadurch eben eine schnelle und stark vereinfachte Integrationsmöglichkeit geschaffen wird, um eben diese stark verteilten Daten, wie wir sie aus den unterschiedlichen hybriden und verteilten Datenlandschaften kennen, ermöglicht. Um eben diese Integrationsfähigkeiten bereitzustellen, bietet SAP Data Sphere ein umfangreiches und voll integriertes Schnittstellenangebot, das es mir eben auch erlaubt, sowohl Daten aus der Cloud als auch von lokal gehosteten Privatsystemen und Datenbanken oder sonstigen Quellsystemen zu integrieren. Die wichtigsten Komponenten hierbei sind zum einen der Data Catalog und zum anderen der Data Marketplace. Der Data Catalog bietet mir die Möglichkeit, die unterschiedlichen Artefakte, die unternehmensweit erstellt werden, von diesen unterschiedlichen Fachbereichen oder auch Dateningenieuren zu suchen. Das heißt also Artefakte in Form von Datenmodellen, Datenflüsse oder aber auch die Metadaten zu diesen Artefakten. Bei dem Data Marketplace, wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Datenmarktplatz, der es mir erlaubt, in relativ kurzer Zeit den gesamten Bestand von Drittanbietern, die diese Daten über diesen Marktplatz anbieten, zu durchsuchen und in meinen Datenbestand vollumfänglich zu integrieren. Das war SAP Data Sphere in 2 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sofern Ihnen die Inhalte gefallen haben, Ihnen weitergeholfen haben oder vielleicht sogar auch Ihr Interesse geweckt haben an weiteren Inhalten zu diesem Thema, lassen Sie gerne ein Like da und abonnieren Sie den Kanal, um auch nicht das nächste Video zu verpassen, in dem wir ein wenig tiefer in SAP Data Sphere einsteigen.